Hallo, servus Leute und willkommen zu einer weiteren Folge des Weihnachts-Specials Schrägstrich Abonnentenprojekt, wie auch immer ihr es nennen wollt. Wir sind heute mal auf der anderen Seite des Sees, da hinten seht ihr mein Haus. Da hinten nicht ganz von Manuel, der letzte Folge da war, oder die letzten Folgen. Und dieses Mal bei dieser Aufnahme ist Jumba Blaze dabei. Herzlich willkommen. Yeah. Hallo. Und ja, ich glaube, du hast einen YouTube-Kanal, der heißt Mr. Jumba Blaze. HD. Und ja, wenn du willst, kannst du dich kurz vorstellen, was so auf deinem Kanal alles läuft. Und ja. Weißt du, was du bringen musst? Huh? Einfach mal bei den nächsten. Einfach mal so eine Challenge machen in 20 Sekunden. Wie meinst du? In 20 Sekunden. Also, dass die 20 Sekunden haben, ihr Channel vorzustellen. Ach so. Ja, dann bräuchte ich noch irgendwie so eine Stoppuhr. Warte, ich hab ein Handy. Ich kann nur zählen bis 20. Ganz leise. Warte. Ich bin in 2 Sekunden wieder da. Ja, 1, 2. Was hab ich denn alles dabei? So, wieder da. Alles klar, es waren aber nicht 20 Sekunden. So. Also ich zähle jetzt einfach mal bis 20, dann hast du 20 Sekunden Zeit, deinen Kanal vorzustellen. Liebe Leute... Hä? Warte, ich hier Stoppuhr finden. Stoppuhr, wo bist du? Ich bezweifle gerade, dass es auf meinem Handy eine Stoppuhr ist. Egal, ich zähle bis 20 und du machst es. Okay. Also, dann fange ich jetzt an. Ja. Auf meinem Kanal kommt gerade Minecraft PvP. Es wird ein Hexet-Projekt starten und wenn ihr Lust auf PvP und Hexet habt, schaut einfach mal auf meinem Kanal vorbei. Mr. Jumba Plays HD. Die 20 Sekunden schon vorbei. 15, 16. Also ja. Dann tschüss. Ja, die Aufgabe war ja unter 20 Sekunden, oder? Ja, dann mach bei den nächsten unter 10 Sekunden. Unter 10 Sekunden. Unter 15, ja. Unter 15. Okay, unter 15. Und ja, Jumba wird hier sein Haus bauen. Und sobald ich hier irgendwann mal diese scheiß Bugs weg hab, wenn irgendjemand was abbaut, ist alles kacke hier. Würde ich einfach mal sagen, ich gehe hier über den vereisten, wunderschönen See und baue an meinem Haus weiter, das sich nicht verändert hat seit letztem Mal. Macht euch keine Sorgen. Oh, ich kann nicht mehr sprinten. Was hat da gerade meine Tür? Was macht ein Schaf bei mir im Haus? Jetzt hat der mal gar nichts verloren. Ich brauche Essen. Wo ist mein Essen? Ich habe kein Essen mehr. Echt jetzt? Doch, hier. Okay. Ich habe keine Kohle mehr. Oh, jetzt muss ich Holzkohle machen. Übrigens nur so, das Hexet-Projekt, also wer jetzt wegen mir irgendwie interessiert ist, startet nicht in den nächsten Tagen, denn ich brauche noch 15 Mitspieler. Wie viel? 15, also wir sind schon 6. Ich wollte dich dann noch fragen, ob du mitmachen willst. Hexet-Projekt. Ähnlich aufgebaut wie hier. Ja, du musst mir sagen bloß, wie, wo, planmäßig alles. Wie du das so vorhast. Also, ja, also ich sag mal die Aufnahmeregel, ne? Ja. Und zwar darf man pro Tag nur 20 Minuten hochladen, maximal. Okay. Und mal Livestreams sind bis jetzt verboten. Was sind verboten? Livestreams von dem Projekt. Da irgendwie. Da ich es irgendwie unfair fand, dass wenn jemand jetzt eine übelst gute Leitung hat, dass er jetzt irgendwie für jeden Tag 40 Minuten Vorsprung hat im Gegensatz zu den anderen. Ja. Aber eigentlich, das heißt, man spielt auch bloß, wenn man aufnimmt. Ja. Ah, okay. Weil wenn jetzt jemand grieft, dann sollte man auch einen Beweis haben. Ach, du meinst, wenn jemand gerade aufnimmt oder gerade auf dem Server ist, aber nicht aufnimmt, dass er direkt gebannt wird. Gebannt? Oh, da schaltet das Telefon. Ja, manche. Oh, scheiße, warte, ich muss weg. Bis mein gleich. Gott. Ja. So. Oh Gott, da stellt's ja nicht schlecht.
das immer so bei ihm ist, ich weiß es nicht. Ich hoffe, er kommt gleich wieder. Ich baue so lange einfach mal mein Haus weiter. Und hoffe, dass ich, ups, ich sollte ja was essen. So, Holzkohle, machen wir mal so. Also, ganz ehrlich, warum habe ich jetzt wieder diese scheiß Bugs da? Die hatte ich seit der Hardcore-Aufnahme nicht mehr, aber jetzt kommen sie wieder. Ist doch scheiße. So. Muss ich noch ein paar Stüfchen machen? Halt, das sind keine Stüfchen. Nochmal welche? So. Ah, ich brauche Essen. So. Ah, da kommt er auch schon wieder. Ich höre zumindest etwas. Oh, da haut er aber kräftig die Türe zu. Hey, das Blechle. Erstmal das Telefon mitgenommen. Erstmal mitgenommen. Das ist gut. Scheiße, jetzt fehlen mir da Treppen, ey. Fuck. Achso, und die dritte Aufnahmeregel, man darf nur maximal zwei Parts vorproduzieren. Außer, wenn man jetzt irgendwie Schulandheim fährt oder irgendwie. Ja, okay, aber wie. Zu einer Beerdigung im Ausland oder so. Ja. Dann sollte man halt. Dann sollte man halt in der Gruppenkonferenz Bescheid sagen. Ja, okay, aber wie willst du das kontrollieren, sag ich mal? Ich frag ihn, ob er mit mir aufnehmen will. Oder er wird bestimmt mal mit jemand anderen aufnehmen. Wer? Und wenn ich. Ja, der jetzt irgendwie vorproduziert. Okay. Mit 2 Tage plus. Dann, Also das heißt. Dann werde ich halt sehen, wieso. Okay, er ladet jetzt das Video hoch, aber auf dem Kanal kommt es erst ein paar Tage später. Ja, okay, aber wie, jetzt mal, also das heißt zwei Folgen vorproduzieren, das heißt, wenn heute das Projekt gestartet wird, dürfte ich maximal bis Folge 2, also sozusagen 3. Warum? Eine für heute und 2 für morgen und übermorgen. Also 2 Parts vorproduzieren. Das heißt, ja, ein Part darfst du produzieren und 2 vorproduzieren. Ja, aber du hast ja vorhin gesagt, man darf am Tag bloß maximal 20 Minuten. Hochladen. Ach, hochladen. So, ja, okay, das ist was anderes. Schau, dass man Schneebälle nicht fressen kann. Ich mein ganzes Inventar ist voller Schneebälle. Oh mein Gott. Ich brauch Holz. So, dann. Ich brauch ganz viel Holz. Ist eine Kiste? Mir fehlt ein Holz, um eine Kiste zu bauen. Echt? Also ein Wooden Plank. Deshalb muss ich jetzt extra eins verschwenden. Okay, dann habe ich erstmal richtig fett Schneebälle. Ja, okay, aber dann nochmal eine Frage, weil du kannst ja dort nicht so richtig sagen, in welcher Reihenfolge der das hochlädt, oder? Wenn jetzt zum Beispiel, wenn jetzt einer gegen die Regeln verstoßen würde und würde ich mal sagen, an einem Tag jetzt mal 5 Folgen aufnehmen würde und du dann am Tag danach sagen würdest, ja komm, nehmen wir doch was auf zusammen. Ja. Dann kann der doch einfach sagen, okay, ich hau jetzt zum Beispiel morgen ein Video raus, dann Samstag nochmal und dann tue ich einfach das dieses Together mit dir raushauen, weil dann fällt es ja nicht auf. Warte. Das Problem ist halt, ne? Andere werden auch aufnehmen. Also es sind insgesamt ja 15 Spieler. Ja, aber und wie willst du? Es besteht immer noch ein Restrisiko. Jetzt sagen wir mal. Einer nimmt jetzt auf, ne? Ja. Schreibt so, ja, ich nehme schon seit 14 Minuten auf oder so. Der folgt jetzt irgendwie, also der kommt auf den Server und fragt, sollen wir zusammen aufnehmen? Der, nö, ich hab schon 14 Minuten. Und dann macht er einfach mal eine 20-Minuten-Folge, der eine. Mhm. Dann geht er weg, lässt Sexit noch offen. Dann, sagen wir mal aus Versehen. Und dann guckt er wieder nach. Und sagen wir jetzt nach einer halben Stunde ist er immer noch drauf. Dann kann er das einfach da rein posten. Ich werde mit ihm ein Gespräch halten. Und wenn es jetzt stark gegen die Regeln verstoßen würde, würde er auch vom Projekt ausgeschlossen werden.
Ja, okay, aber wie willst du allein schon mal. Wie viele Spieler? 15. Wie willst du die zusammenbekommen? Skype, Konfi und TS. Okay. Das heißt, TS, du fragst du wild, einfach wild Leute oder was? Was meinst du? Ja, wenn du du hast gesagt, im TS fragst du. Ja, ich miet noch einen eigenen TS dazu. Wo hast du ja, plötzlich das Geld her? Passage-Card gekauft. Wie viel denn? 15 Euro. 15? Ja. Und wie kannst du dir dann Hexit-Server leisten plus ein TS? Ich kauf mir. Also ich kann mir eigentlich schon für 2 Monate. Ich kauf mir bei einem Server-Hoster, der nimmt RAM. Also ich miet mir jetzt 2 RAM. Für Hexit? Oh, ja. Bist du nicht ein bisschen wenig? Nee, passt gerade so. Dann haben wir etwa so 16 Slots. Und... Also grob gesagt, du bist nicht bei Nitrado. Nein. Gut, weil wir sind auch nicht mehr bei Nitrado. Ich finde es einfach zu überteuert. Ja. Guck mal, ich kann mir für 7 Euro, ne? Für 7,50 Euro. Ja. Sogar unter 7,50 Euro. 7 Slot TS holen und ein 16 Slot Server. Ja. Bei Nitrado kostet ein 10 Slot Server 10 Euro. Ja. Mit einem RAM. Ja. Ja. Er hat mir was in Skype geschrieben. Ach so. Ist einfach mal cool. Kann ich während ich Holz abbaue einfach mal rüber gucken, was so in Skype abgeht oder auf Facebook. Wieso 2 Bildschirme? Ja, schon lang. Eigentlich schon mit dem alten PC, aber da hat es immer saumäßig geleckt. Aber jetzt mit dem neuen, da ist ja kein Problem. Habe ich auch in der Aufnahme davor gesagt, wenn es irgendwie in meine Inneneinrichtung geht, weil ich habe echt null Plan, wie man Inneneinrichtung baut in Minecraft. Habe ich so gesagt, gehe ich auf Google, guck mir oder Google Inneneinrichtungen und dann werde ich die nachbauen. Hawkshot Media macht schöne Einrichtungsvideo, jo. Ja, die haben schon Bäder, Eingangshalle, Kinderzimmer, Arbeitsbüro und so. Da ist ja Wasser. Oh mein Gott, ich hab gedacht, da wäre Eis. Habe ich jetzt genug Holz? Ja, das müsste eigentlich reichen. Ich finde die Kohle vom Sparksburg League war voll schön gemacht. Die ist ja jetzt so rund. Ja, die ist voll neu. Ist mir auch erst im Letzten aufgefallen. Mir ist es irgendwie aufgefallen bei Hero. Weil die haben es irgendwie so gespielt und die Kohle war irgendwie so rund. Nee, weil ehrlich gesagt, ich hab's Fax auf dem neuen Rechner noch nie gehabt, immer nur auf dem alten, weil ich auf dem neuen immer mit Faithful gespielt habe, weil ich das irgendwie geiler fand. Und dann habe ich dem letzten Mal wieder Sfax genommen, weil Faithful nicht mehr so funktioniert, wie es eigentlich soll. Und ja. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. So, ich muss hier kurz. Oh, das CD öffnen, dass ich sehe, wie lange wir schon aufnehmen. Ah, alles klar. So, jetzt vollende ich mal hier. Ich hoffe, dass ich diese Folge vielleicht fertig werde. So. Warte, wie viel Zeit hat man für ein Haus? Also, in der letzten Aufnahmesession war es 1 Stunde, aber ich kann ja nicht wirklich sagen, wie lange du für dein Haus brauchst. Okay. Ich dachte, das ist so mit Friss oder so. Ja, also ich habe mal vorgegeben eine Dreiviertelstunde, also das wären etwa 2 Folgen mit 20 Minuten bei mir dann. Okay. Aber wenn du auch 1 Stunde machst, das ist dann halt 3 Videos pro 20 Minuten. Kommt aufs Gleiche etwa hinaus. So. Jetzt kommt die Decke, oh mein Gott. Dirt, das ist Dirt. Ich will kein Dirt in meinem Inventar. Das brauche ich auch nicht. Oh, ich habe keinen Platz mehr. Und für Wolle habe ich Platz. Und für Schneebälle habe ich Platz. Und für Sticks habe ich Platz. Und für nichts mehr habe ich Platz. Warum würde ich jetzt aufnehmen? Dann wär's so langweilig irgendwie. Echt? Ach, dann machst du nur Terraforming gerade, oder? Nein, ich mach gerade Stein. Mit Steinabbau. Ach so. Ach so, wegen
Willst du? Ich will noch Steine reinbringen in mein Haus. Ja, Stein, diese Steinziegel da. Eigentlich habe ich an normalen Stone gedacht. Ach so. Weil irgendwie, ich will mal was Neues machen. Also meine Häuser sind immer noch im gleichen alten Baustil wie vor 20 Jahren. Wo Minecraft mit der Alpha rauskam. Das war doch gerade mal 2011. Ich weiß. Naja, seit wann bist du Minecraft-Spieler? Seit welcher Version? 1.8 cracked und seit 1.4.7 glaube ich original. Das hat ab 1.8 Beta, oder? Mhm. Fuck. Ja, beziehungsweise 1.8.1. Ja, Beta 1.8.1, ja. Die das Mega-Update war das ja damals. Ich dachte früher irgendwie, dann kommt irgendwie nach 1.9 2.0. Und dann einfach mal 1.0. Ja, aber es soll. Bald soll ja Minecraft 2.0 rauskommen. Und das. Ich wette, die Toren und so, dann machen die statt 2.0 1.9.9. Nein. Und dann 1.9.9.9. Nee. Nein, warte. Mojang hat wirklich schon Minecraft 2 angekündigt. Echt? Ja. Ich glaube auf 2. Die haben aber gerade geschrieben, dass sie bis 25. glaube ich Ferien machen. Ja. Aber das, die haben das schon etwa, ich glaube, Oktober, September angekündigt, aber erst 2014. Okay. Minecraft 2 für alle Freunde oder Minecraft-Freunde mit einem total schlechten PC. Minecraft soll ab der Version ohne Java laufen. Echt? Ja. Endlich schreiben die sich ein eigenes System, Junge. Java ist eigentlich. Ich finde Java so richtig beschissen. Nee, weil Java macht Minecraft ruckelig. Ja. Weil Java scheiße programmiert ist. Auch wenn es scheiße viele Geräte haben, Java scheiße programmiert. Ja. Man kann einfach nichts sagen, außer Java ist scheiße. So, ich brauche hier unbedingt Licht. Ich brauche Sticks. Wusstest du, dass Bill Gates etwa in einer Sekunde etwa 2000 Riesen macht? Wie viel? 2000 Riesen pro Sekunde. Pro Sekunde? Jo. Also kannst du zählen, 2000, 4000, 6000 plus, 8000 plus, okay. 10.000. Nee, wusste ich nicht. Wieder einfach mal in zwei Sekunden so viel verdient wie ein normaler Mensch heutzutage. Ja, gut, aber was will ich da sagen? Der hat halt mega, ja, okay. Mega Geschäft. Ja, okay, der hat Windows programmiert. Ja. Der hat die Xbox rausgebracht. Echt? Ach ja, stimmt. Ja, ja. Ah, fail! Xbox ist von Microsoft. Ja, ich war gerade leicht verwirrt. Hä, mit Xbox und Bill Gates, was? Boah, ich feiere so einen Kanal, Epic Rap Battle of History. Kennst du den zufällig? Warte nochmal bitte. Epic Rap Battle of Histories. Oder of History. Nö, sagt mir nichts. Okay, schade. Die sehen wirklich so aus. Die verkleiden sich als irgendwelche berühmten Personen. Aha. Und dann machen die einfach mal so ein Rap-Battle, so auf Amerikanisch. Finde ich übelst nice. Okay. Und da war einfach mal einmal Adolf Hitler versus Darth Vader. Oh Gott. Ein Part davon ist sogar ab 18. Oh Gott. Wirklich jetzt? Ja. Ey, du willst nicht sehen, wie viel Stein ich hier schon abgebaut habe. Nee, will ich auch nicht. Ich könnte hier unten wohnen. Nee, das, wenn es geht, soll das Haus an der Oberfläche sein. Ja. Okay, ich muss extrem viel Holz gleich nochmal farmen. Okay, ich habe schon 1, 2, 3, 4, ich bin gerade beim 5. Stack. Was? Cobblestone. Und das ist cool. Ich habe schon 3 Spitzhacken gespottet. Das ist nicht cool. Ich mach den Stack jetzt zu Ende, dann habe ich 5 Stacks, dann gehe ich wieder hoch.
Hä? Was brauche ich da für einen Kack? Scheiße, jetzt muss eins höher. Nein, jetzt habe ich es falsch gebaut. Oder? Muss das eins höher? So, ich hab's. Ich bin fertig. Mit deinem Haus? Nein, nein, nein. Mit dem Ausgraben der Höhle. Alles klar. Seht ihr überhaupt Monster an? Nee, weil es ja eigentlich nicht ums Töten geht, weil das haben wir in der ersten Folge gemacht, deshalb haben wir ja eigentlich die Aufnahme wiederholt, weil wir die ganze Zeit gestorben sind, weil das ist ja eigentlich nicht das Ziel hiervon. Ja, hast recht. Deshalb habe ich Monster ausgemacht. Toll, was ist jetzt los? So, was haben wir heute? Heute mal Donnerstag. Ja, heute ist Donnerstag. Gut, weil dann habe ich kein Training oder sonstiges. Ich habe gerade gedacht, Mann ey, du scheiß Treppe, platziere dich doch endlich mal richtig. Ich habe gedacht, oh, Juli, hast jetzt Training? Aha. Alter, im Ernst jetzt. Nein, das mache ich nicht so. Okay, ich muss auch extrem viel Koppel farmen gleich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich sehe es schon kommen. Ich muss... Okay. Oh Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Sticks. Ich habe keine Sticks. Ich habe gerade versucht, eine Kohleaxt zu machen. Geil. Und wie läuft die so? Ja. Die brennt halt die Bäume an. So, und so. Erstmal drei Hacken machen. Ah, drei Hacken, drei Äxte. Ich muss jetzt Holzkohle brennen, weil ich zu wenig Kohle habe. Ja, ich auch.